Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl Lied. In der letzten Folge haben wir unseren Freund Olivier verloren, den wir auf, ja, diese Mission geschickt haben. Ja, und jetzt vermissen wir ihn. Wo auch immer er sein mag. Wir werden dich finden, Olivier. Ja. Ну что, Нек, а ты слышал историю про волка в овечьей шкуре? Ну, да. А как насчет мышонка в крысиной шкуре? Ja, das gefällt mir. Laberst du mich jetzt die ganze Zeit voll? Ich bin mir nicht sicher. Конечно, не одно и то же. Иногда нужно... Ты имеешь в виду маскировку? Маскировку, ага. Я в своем укрытии припас очень полезные вещи. Der Rattenkönig ist, soll wohl wirklich Postdorf sein, oder? Davon gehe ich aber mal aus. Офицерская форма нар нам точно пригодится. Ищи ее в здании, прямо около радара Дуга, на третьем этаже. Я расставил там ловушки для них, мышонок. Но эти ловушки убивают и крыс, и мышат. Запоминай стишок. Merk diesen Reim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In der Schule wird's getrieben. Охотник вышел погулять. Вдруг зайчишка выбегает. И в охотника стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой. Вот умрет охотник мой. Он пополз тогда домой. И сказал, что смерть – покой. Так наоборот же, это охотник стреляет в зайчишку. Раз, два, три. Каждый ребенок знает этот стишок. А мой пароль получше. Его никто не знает. Еще я дам тебе ключ, чтобы тебе не пришлось туда вламываться, как вору. Окей. Tja. Was machen wir jetzt mit Olivier? Was ist das? Genau. Das ist... Oh, das ist echt Mist mit Olivier, ne? Das machen wir jetzt als allererstes. Das nehmen wir für Irigor. Michael, die Leute sind echt nicht gut drauf, ne? Essen. Alter, Leute, könnt ihr überhaupt irgendetwas? Das sieht ja echt übel aus mit euch. Man kann ja gar nichts mit euch anfangen. Könnt ihr auch mal leveln? Ärgern wir nicht. Ja, Tarzan kann das. Der kann seinen Scheiß selber holen. Was haltet ihr davon? Hoffentlich wird es nicht immer sein, dass unsere ganzen Leute jetzt verschwinden, bevor wir alles machen können. Der Kaffee ist zwei Folgen. Ты кое-что обещал своему другу. Придется выполнять. Сашко похож на гранату без чеки. Одно неловкое движение и взрыв. Okay. Будь осторожен. Ja, das stimmt. Das stimmt. Scheiße mit Olivier, das ist totaler Mist. Und Tarzan wird bestimmt auch verschwinden. Die schaffen ihre eigene Mission nicht. Tag 2, Hafen von Pripyat. Nachmittag. Wir müssen gucken, was hier los ist. Oh, guck mal, nehmen wir gleich alles mit. So weit weg war das ja hier alles nicht. Hui! Oh. Danke, Tack. Danke, Tack. Wow, das ist ein Verwöhnprogramm hier immer. Die ganzen Nebenmissionen sind hier alle erledigt und es kommen keine neuen nach. Das ist ziemlich gut. Das Chernobyl kommt aus der Höhle und ich habe den Eingang davon einfach nicht gefunden. Man hört es, aber man sieht es nicht. Finden wir den Olivier denn auch? Wäre natürlich ziemlich nice. Ach ja, das ganze Krankenhaus ist jetzt von diesem Chernobylit ja voll besessen, ne? Besessen ist auch nicht schlecht, aber auf jeden Fall angegriffen. Das ist gleich hier vorne um die Ecke. Hä? Quasi sind wir jetzt da. Я возле поста. Здесь полно вооруженных парней. Viele bewaffnete Leute, wo das denn? Я могу рискнуть. Возможно, сумею всех положить. У тебя железные яйца, этого не отнять. Ну нет, попробуй их как-то. Ich wollte meine Schrotflinte noch aufgepimpt haben. Используй полевую радиостанцию. Полагаю, Оливер научил тебя дурить этих роботов. Ладно,
План у нас есть. Действуй. Шимацу. Я смотрю, жизнь на московских улицах учит быстро соображать. Это мне нравится. Окей. Okay. Okay. Wenn wir da runterfallen, überleben wir das, glaube ich, nicht, ne? Wo hat er denn bewaffnete Soldaten gesehen? Bestimmt wären die aufgetaucht, hätten wir uns dafür entschieden, gegen die zu kämpfen. Ja, schnell durchjagen. Okay, da hinten haben wir schon bewaffnete Soldaten. Okay, das ging ja dann doch ziemlich flott. Das Auto läuft noch hier. Ja. Gut, die... Das war wohl irgendwie... Kollateralschaden, wa? Отлично! Ты знаешь, что делать! Sende eine Nachricht über die Schatten, sende eine Nachricht über den gesuchten Mann. Über den gesuchten Mann. Это синяя птица. Требуется подкрепление. Анна, Борис, Павел. Обнаружили нашего преступника. Того самого, которого ищет вся зона. Конец связи. Какая нахрен синяя птица? Это закрытый канал. Ты что за хер? Sagte, gib vor zu sterben. Improvisiere. Прием. Это группа Альфа. Докладываю об обнаружении противника. Кто это? Ты используешь позывные с прошлой недели! Доложи о статусе! А, неважно! Группа Альфа, это пост 31! Высылаем подкрепление! С твоей некомпетентностью потом разберемся, рядовой! Я сомневался в этом плане, но они купились! Неплохо! Теперь шевелись! Если они вернутся и обнаружат тебя, мало тебе не покажется! О, я вуhin? Dahin, окей. Aufgehoben. Ja. Meint ihr, die kommen wirklich? Ihr weiß nicht. Voll spannend irgendwie alles. Da habe ich ihn gerade weggemacht. Вижу два фургона. Один груженный, кажется, взрывчаткой. Форма у меня. Отлично. Теперь посмотрим, получится ли узнать что-то про Руслана. Was? Oh, ich bin drin. Носорог командному пункту. Носорог командному пункту. Прием. Докладывайте, носорог. Прием. Ложная тревога. Враг не обнаружен. Мы возвращаемся. Конец связи. Считай гребаный рапорт, Игорь. Быстро! Окей, ich mach schon. General Kostlov, auf Ihre Bitte hören Sie an die Neuigkeiten zur tödlichen Schießerei zwischen Lieutenant Chaperjiv, mehrere unserer Truppen und einen gewissen Ruslan Horvets, unser Neuling, dessen kriminelle Vergangenheit und Fahndung wegen Doppelmords in Moskau unsere internen HR-Spezialistin in Gang zu sein scheint. Soweit ich weiß, ereignet sich Folgendes. Lieutenant Tatascha Pajews stellte 4 Elemente zur Verhaftung auf der Sonne gegleitet. Okay. Soldaten, nur einer unserer Männer kehrte lebend von dieser Mission zurück. Der Bericht des gefreiten Miller ist ungenau. Vielleicht, weil er eine Kugel in seinen Kopf gestreift hatte und Schock und Orientierungslosigkeit verursacht hat. Laut seinem Bericht verstand Horvats Lieutenant Chapayevs Absicht während der Begleitmission falsch und war überzeugt, zu einer seiner eigenen Hinrichtung geführt zu werden. Daraufhin entwaffnete Lieutenant Chabayevs und erschoss mit seiner Waffe all unsere Männer außer den gefreiten Miller.
Er das Feuer widert und den Verbrecher töten könnte. Ich habe Team geschickt, um die Leichen zu bergen und den Schauplatz des Vorfalls zu säubern. Hier vollständige Liste Opfer. Jabba Jabba, Morozov, Semyonov, Gulabov, Roberts. Falls Sie weiteren Funde... Okay, dann ist er wohl tot. Hat sich erledigt. Так, они выявили солдата, который записался под ненастоящим именем. Узнали, что он Руслан. Разыскивается за двойное убийство в Москве. Боже мой, Сашко, мне так жаль. Они... Думаю, они его убили, чтобы отмазаться от этой истории. Значит, он мертв. Что ж, не задам я свои вопросы. Да чего ты зациклился на каких-то вопросах? Это же твой брат. Ну да, только это двойное убийство. Это наши родители. Думаю, Руслан как-то причастен к их смерти. То есть ты утверждаешь, что Руслан убил ваших родителей? Я понятия не имею, что там произошло. Хотел вот у него узнать, но уже не узнаю. Соболезную, Сашко. Похоже, ты никогда не узнаешь правды. Учись с этим жить. Ну, это мы еще посмотрим. Я возвращаюсь на базу. Никуда ты нахрен не возвращаешься. Вас? Их я знаю, убивал он кого-то или нет. Но Руслан был моим братом. Ты должен отомстить за него. Вам отстегнуло? Тебе бы успокоиться для начала, подумать немного. Я не хочу успокаиваться. Я хочу, чтобы они сдохли. Маху слабо. Все, и пусть эти ублюдки из НАР горят в аду. А, könnte spaßig werden, ne? Я в деле. Мне уже приходилось взрывать. Справлюсь как-нибудь. Я ценю это. Теперь устанавливай С4. Хватай детонатор и прячься в госпитале. Дождись подходящего момента и жми на кнопку. Okay. Dann mal los. Alles wird vermint. Das ist ja einfach so, die C4 und Sprengstoff und alles rumliegt einfach, ne? Gut, den Zünder haben wir. Wir machen einfach den ganzen Shit an und fertig ist. Detonator у меня. Прячься! И жди, пока эти уроды вернутся! Arsch fassen. Oh. Oh Gott! Haben wir... Ach, scheiße. Wäre es so einfach gewesen. Und die Penner. Es hätte so einfach laufen können. Warte mal, haben wir Schrotflinte auf 5, ne? Alles klar. Die müssen wir auch noch mal ein bisschen pimpen, die Schrotflinte, tatsächlich. Hat sich pimpt. Wohin hat er sich hingebeamt? Eben gerade hört er sich an, als wäre es hier unten gewesen. Arschloch. Jetzt höre ich ihn wieder. Tasche höher, was? Egal, die müssen wir alle wegmachen. Scheiße, jetzt hat er sich wieder weggebeamt. Wir wissen nicht wohin. Scheiße. Abgesperrt. Ah. Die beamen sich so schnell.
Hast du wieder weggebeamt. Ganz nah. Я их вижу. Действуй, как будешь готов. Но не вздумай А, да сидят все еще. А это еще кто? Какой-то забулдыга идет к посту. Это что? Друг Михаила? Взрывай все, пока он не подошел ближе. Давай! Что? Сдурел, что ли? Этого старого пердуна нельзя валить. Даже не вздумай! Ах ты Scheiße. Nee. Alles Ты wieder. Меня подвел, Игорь. А знаешь, что происходит с людьми, которые меня подводят? Я больше не веду с ними дел, это как минимум. Я тебе помог, припоминаешь? А ты мне помогать das отказываешься, очень жаль. Ey. Я обещал найти твоего брата, а не валить каждого, на кого ты пальцем покажешь. Я не убийца. Если прижмешь, любой станет убийцей. Was für ein Pimmelberger, ey. Kann doch nicht einfach Leute umlegen. Also, gute Leute. Nee, so geht das nicht. So machen wir das hier nicht. У нас был договор. Ты его не выполнил. Почему? Мне жаль. Но так нельзя. Я не убийца. А ты решил, что все вокруг тебя вращается? Слизняк! Как меня только не называли вором, бандитом, головорезом. Но своих людей я никогда не подводил. Такого не бывало. Okay. Oh, guck mal hier. Hat er tatsächlich erfolgreich geschafft. Das ist gut. Okay, da muss ich was tun. Ja. So. Dann lass uns mal kurz was bauen, damit die Strahlung hier besser ist. Ist er jetzt wirklich gegangen, der Penner? Ne, da steht er auf jeden Fall noch. Das wäre auch der Hammer, ey. Ne, ne. Noch haben wir ihm noch keinen Gefallen gebeten. Also er kann jetzt mal ruhig hier... Ja, schön die Füße stillhalten. Wir brauchen ein Antistrahlungsteil hier. Strahlungssicherheit. Luftqualität oder Strahlung? Ich glaube Strahlung war es, ne? So. Komfort der Basis ist schlecht, wart. Glaube ich lüge wohl. Und Luftqualität. Nochmal. Luftwäschegerät. Luftwäschegerät. Ja, nehmen wir den. Dafür brauche ich Pilze. Den. Wollen wir jetzt draufpacken, ja? Ja, auf ihn. Kann er mal tragen. So. Wird gespeichert. Sehr gut. Ach so, die Schrotflinte konnte ich ja gar nicht aufbessern. Warum nicht? Mehr kann ich nicht herstellen. Warte mal. So.
So, warte mal, so. So. Wechselbank. Revolver kalibrieren. Und was fehlt? Da fehlt uns aber noch Platz dazu. Okay, dann. Wäre geil, wenn er hier hin. Was denn würde. Warte mal. Oder hier ran. So. Genau, Platz genug ist hier. Schrotflinte verbauen. So, dann legen wir mal los. Magazin. Ein Trommelmagazin, so ein. Wäre nicht schlecht, ne? Größte Magazinkapazität. Gibt's nicht, aber wir können hier so ein Magazin einbauen. Machen wir. Okay. Lauf. Schaft und Dings. Visiere. Können wir uns gleich mal Gedanken drüber machen. Das macht Sinn. Das ist gegen Rückstoß. Das sieht aber auch immer alles zusammengebastelt aus. Ja, das hat was. Schaden, ja. Reichweite. Das hat Schaden, aber keine Reichweite. Macht Schaden. Machen wir das mal so. So. Abzug. Reichweite, noch mehr Reichweite, ist ja natürlich mega. Stabilität, Rückzug. Rückstoßreduzierung. Reichweite, Stabilität. Stabilität. Und Reichweite. Was ist das jetzt? Das war nur Reichweite? Nee. Oh, Stabilität mit. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein Visier aufklatschen. Für Kim und Korn Visier, was? Was ist das denn? Körperwärmesucher. Weiß ich nicht. So. Schrotflinte auch fertig. Sehr gut. So, Kinderchen, das war's wieder für heute. Wir sehen uns wieder zurück in der nächsten Folge. Ja, ich würde gerne. Ich weiß nicht, jetzt fehlt Olivier. Kommt der jemals mehr wieder zurück? Teammitglieder versammeln. 3 von 5. Wir hätten es vorher machen müssen. Verdammte. Der ist wirklich weg, ne? Der Anton ist tot. Ja, was mit Olivier? Können wir ihn zurückholen? Haben wir eine Möglichkeit, ihn zu finden? Ja, okay. Gut, Kinderchen, das war's wieder für heute. Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.